willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Wir haben jetzt letztes Mal extrem viele Bosskämpfe gehabt. Und ich versuche gerade rauszufinden, wie ich aus dieser Höhle rauskomme. Weil ich eigentlich nicht den gesamten Weg zurücklaufen will, aber irgendwie... weiß ich nicht, wie ich hier rauskommen soll. Nee. Weil normalerweise ist hier immer irgendein Schalter oder irgendwas, aber... irgendwie. Na gut, möglich, dass ich den Weg wieder raus gehen muss nochmal. Sieht jedenfalls so aus, wenn hier die Kletterstufen sind. Das Interessante ist, ich bin ja aus absolutem Zufall hier in die Höhle gehüpft. Heißt, ich wollte ja eigentlich gar nicht runter. Weil ich meine, wer springt jetzt einfach so in so ein Loch rein? Außer ich. So, weil dann muss ich jetzt hier rüber. Rüber. Da habe ich mich kurz erschrocken. Da liegt was. Was ist das und warum leuchtet es? Was ist das? Heißt, ich folge jetzt sozusagen den Weg hier. Ah, hier ist ein Gegner auf jeden Fall. Oder? Das sollte ich hier noch gar nicht sein. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Das sieht so aus, als müsste ich hierher. Ja? Seltsam. Aber ich komme hier nicht durch, oder? Ist hier oben? Aber ich kann auch den Kampf nicht aktivieren. Aber hier ist definitiv irgendwas. Der Encounter geht nicht an. Weil ich sehe ja die Steine zum Aktivieren hier überall. Die sind nicht aktivierbar. Und ich kann das hier nämlich nicht angreifen. Komisch. Ne, dann geht es ja tatsächlich nicht weiter. Oder ich habe wieder irgendwas übersehen. Ah, ich habe was übersehen. Hammer. Weil von hier bin ich ja jetzt gekommen, oder? Ja. Aber der Schatten oder der Geist hat mich ja jetzt darüber geführt. Bin ich nicht ganz. Ich komme hier auch nicht anders weiter. Nee, dann muss ich hier lang. Die Lampe kommt hier hin. I see. Da-da-da. Wieder Karma bekommen. Nee, kein Karma bekommen. Habe ich kein Karma bekommen. Seltsam. Ich habe hier irgendwas übersehen. Weil hier geht es definitiv weiter. Das ist der erste, den ich sehe. Der Encounter lässt sich nicht starten. Ich bin ja wirklich oft verwirrt, aber das verwirrt mich jetzt wirklich.
Weil normalerweise müsste ich doch den Encounter starten können. Mir kann es sagen, dass es hier nicht weitergeht. Oder ich übersehe wieder irgendwas Offensichtliches. Das sieht nicht so aus. Normalerweise müsste ich jetzt hier durch. Und hier ging es dann weiter, oder? Ja. Ich komme hier ja nicht durch. Und da leuchtet was. Aber ich finde auch keine Steine zum Aktivieren. Das sind jetzt die, die total verwachsen sind. Und die aktivieren sie hier nicht. Ich gehe nochmal in die Höhle rein. Irgendwas stimmt hier nicht. Oder ich habe irgendeine Abzweigung verpasst. Das kann auch sein. Das glaube ich nicht. Ah, hier ist was. Ich sag ja, ich bin ein ziemlicher Blindfisch. Du musst erstmal drauf kommen, das zu finden. Seltsam. I found Taro's lantern. He must have lost it searching for the children. Bring the relics to the fallen tree. It's time to help Taro find peace. Ist hier noch irgendwas? Da ist ein sicher wieder ein Hut drin, oder? Natürlich. Das ist Tanzapfen? Tatsache. So, jetzt kann ich nämlich wieder hier raus. Oh, eine Truhe. Ich war vorhin aber noch nicht hier. Nein, ne? Box. Nur ein Problem, wenn ich keine Gegner habe. Na, zu langsam, aber ich habe die Gegner nicht gefunden. Kann ich das restarten? Na, siehe da, so geht's doch. Wenn man weiß, wo die Gegner spawnen. Bitte sag mir nicht, dass es jetzt in der Truhe auch wieder nur einen Hut gibt. Gut. Was ist denn das? Es schaut aus wie ein Turban. Ja, die Kiste war vorhin noch nicht da, bin ich mir ganz sicher.
Ah, da oben liegt noch was. Ich könnte hier wahrscheinlich schnell reisen und wäre schneller unterwegs. Aber vielleicht finde ich ja noch unterwegs irgendwas. Den habe ich schon, oder? Ja. Was ist hier? Achso, eine Statue. Ja, muss drin sein. Wieder ein bisschen Karma. Und ich kann wieder meine Punkte verteilen, oder? Ah, drücke X, während du deinen Bogen spannst, um einen Rottpfeil zu erzeugen. Was? Okay. Definitiver Kauf. 100%. So, hier ist aber kein Waypoint, den ich habe, oder? Ja. Kann ich genauso gut laufen. Hier durch, oder? Ja. Hier sieht's auf jeden Fall nicht nett aus. To help Taro now, but it's not safe for you here. Go with Mr. Rusu. I'll find you when Taro is free. Be careful, King. Ah, ich glaube, jetzt gibt's wieder einen Bosskampf. Und wieder. Direkt drauf geschossen. Nein, ich habe nicht getroffen. Haha. Du Schiffe sind jetzt keine Schwachstelle, ne? Ah, doch. Okay, jetzt ist er wieder blind. Jetzt kann ich gleich das Ding auf seinen Rücken schießen, oder? Wow. Ne, der hat nichts mehr auf dem Rücken. Das war... der Kampf. So, Rottpfeil. Boah. Oh. Also die Rottpfeile. Oh. Lass mich halt weg. Böser Bub. Na, ich baue jetzt wieder heim. Waschen. What? Jesus. Ich
Rot-Kommandeur. Moment, ist der im Flug gerade... Hat er gerade im Flug seine Bahn geändert? Kann nicht sein. Komm schon, finish. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss. Hä? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Hä? Irgendwie stimmt hier gerade was nicht. Hä? Ist das ein Bug? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe das Gefühl, dass mein Encounter spinnt. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Wie bin ich da? Ein Encounter ist definitiv verpackt. Och nö. Habe ich irgendwas vergessen? Ist das einfach nur weird gerade? Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt gerade beenden soll. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt irgendwo einen Punkt hat, wo ich ihn zerstören kann. Weil ich habe ja seine Kapsel auf dem Rücken direkt am Anfang weggeschossen. Vielleicht war das der Fehler. Da spinnt irgendwas. Ne, muss ich neu laden. Irgendwas ist hier kaputt. Automatisch 10:35. Nächste. Ja. Schade. Ja, skip, skip, skip. Ah, das ist richtig blöd, wenn es sowas einfach verbuggt ist plötzlich. Ja. Und auf geht's, nächste Runde. Ah, das ist doch bescheuert. Strengt sich so an und dann packt der Encounter. Weil ich habe nämlich jetzt direkt seine Kugel am Anfang kaputt gemacht. Ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Wenn ich die jetzt drauf schicke, dann habe ich danach kein Target mehr, so wie es aussieht. Was auch absolut bescheuert ist eigentlich. Also die Rottpfeile sind brutal. Sollte ich vielleicht nicht mehr machen. Nein! Ja, wo ist er? Ich wollte doch gerade noch weggucken. Ist zu schnell. Ach komm. Weg. Du kannst dem auch gar nicht gescheit ausweichen, das ist ja das Blöde. Ich brauche jetzt echt einen. Und ich lasse jetzt mal seine Kugel dran, weil gerade eben hat mich das wirklich den Sieg gekostet, weil ich nichts kaputt machen konnte. Weil meine Rotten nichts angreifen konnten. Wie hat denn der mich jetzt wieder gepackt? Ich verstehe es nicht. Komm!
schon. Lächerlich. Passiert jetzt wieder dasselbe? Jetzt schon wieder verbuggt. Kann ja auch nichts machen. So. Oh, ich mache hier ewig rum und ein Impuls hätte gereicht, um ihn zu zerstören. Oh no. Oh, ich dachte schon, das wäre ein Bug. Entschuldigung für die Zeitverschwendung. Geistführer. The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. But something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. It happened the next morning. Explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Also dann ist er ja nicht gestorben, oder? Lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother.
I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now. Na, jetzt haben sie ihren Frieden gefunden. Hier. Achso, da kann ich wieder meinen Max-Life erhöhen. Nice. Jetzt halte ich wieder ein bisschen mehr aus. So. Moment, wo ist jetzt lang gelaufen? Okay, da hinten rum. Ah, schon traurig. Wenigstens haben sie jetzt ihren Frieden gefunden. Irgendwas ist hier. Ah, hier. Ich hätte lange mal wieder einen Rott unterwegs gefunden. Wieder was zu fressen. Und siehe da, da habt ihr noch mal was zu fressen. Und da ist noch mehr zu fressen. Richtig verfressene Dinge. Aber ich kann jetzt upgraden, oder? Mit dem Kampf bei... Starte den Kampf mit einer Rottaktion. Das hört sich gut an, aber... Kinder kann 5 Pfeile abfeuern. Oh! Definitiv 5 Pfeile. Hm. Ah. Wofür soll ich das benutzen? Hier ist ja keine Verderbnis, oder? Na, da ist schon wieder ein Rott. Wobei, da drüben ist Verderbnis, aber da reicht er nicht hin. Bei Weitem nicht.
soll ich denn damit hin? Okay, verstehe jetzt nicht so ganz. Aber hier ist ja keine Verderbnis, die ich wegbringen kann. Außer das kleine Ding, aber da komme ich niemals hin mit der Reichweite. Ja, stimmt. Hier jetzt anfangen. Und da ist ein Warpschrein. Wird ja auch Zeit, mal einen zu finden. So, dann porte ich mich mal ins Dorfzentrum. Da war ich jetzt auch schon ewig nicht mehr. Scheint hier alles total verkrommen. Ist hier eigentlich irgendwas passiert? Nee. So, Richtung Norden. Aber hier hatte ich ja alles. Ja, genau. Taro rests with his siblings now. I imagine the corruption in the forest has cleared as well. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. Ja, das stimmt. It's natural to build a connection with the spirits we help. We give up a part of ourselves when they move on. But the bond still remains. The path of a spirit guide is a lonely one. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. A skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit. Tiras Maske. Ja, aber es stimmt schon. Jetzt, wo die beiden weg sind, wird es ja ganz schön leer. Die waren ja die ganze Zeit mit dabei. Das Dorf ist ja doch größer als gedacht. Ja, gleich wieder umschauen und alles looten. Loot? Loot, 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 Loot? Kein Loot? Doch Loot. Ding. Moment, was ist mit den Steinen hier? Gegner, oder? Ja. Oh, hoppla! Das war sein Schwung! Das habe ich letztes Mal schon falsch gemacht. Ja, das ist interessant, wenn man näher an denen versucht auszuweichen, ist es wahrscheinlicher, dass es funktioniert. Na okay, das hat nicht funktioniert. Na, es ist echt interessant, wenn man nah an denen dran ist, funktioniert es besser, nochmal auszubrechen. Sollte eigentlich nicht so sein. So, wo kann ich da jetzt was wegreinigen?
aber ich würde sagen, das Dörfchen hier schauen wir uns jetzt in der nächsten Folge an. Und wir sehen uns. Macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ciao.